so Handlung in dem Sinne, dass wir natürlich sofort fordern, dass die Bundesregierung zurücktritt. Ne? Merkel und Gauck sowieso stellen mich nochmal zur Verfügung, natürlich unter großem Publikum und so, sie vernünftig zur Rede zu stellen. Ne? Gucken sich die beiden mal an, das ist unglaublich. Ne? Ja. So und alles andere tritt auch zurück, weil man wusste von uns Bescheid und man hat uns so eine Art Ansichtskartenmail geschrieben. Ne? Also uns geht's auch gut, ja. Ne? Als wir uns da in Not gewandt haben. Man wollte uns nur noch beseitigen, man hat sich gefreut, dass es uns schon so gut ging. So gefährlich ist auch noch hier dieses Zentrum, wo das erst hingeht, bei Rostock. Sie haben sofort manipuliert, wie sie mitbekommen haben, dass wir da drauf waren. Dann hatte ich. Sie haben dich manipuliert, beispielsweise, glaube ich, hier, wo du da wegen Soziales eindeutige Forderungen gestellt hast. Ne? So, und diesen Friedrich, den habe ich auch eindeutige Forderungen gestellt. Ne? Und an De Maizière habe ich mich auch nochmal gewandt, obwohl er jetzt bei der Bundeswehr ist. Der wusste ja auch genau Bescheid, den haben wir auch schon angemeldet. Ne? So, dann treten Sie zurück, am besten irgendwas Psychisches, da können wir dann viel draus machen. Ne? So, und sonst, wenn Sie da selbst nicht mit rauskommen, werden wir das ja erkennen und werden das auch veröffentlichen. Ne? Genau. Weil so geht das nun nicht. Sie können hier nicht einfach in Deutschland machen, was Sie wollen. Und wir sind ja wohl das beste Beispiel dafür. Ne? So, die anderen beiden müssen dringend weg. Ich vermute, wir überlegen immer mehr, also das war wahrscheinlich so, wir haben das ja nicht erlebt, wir waren ja nicht hier, aber dass man die Stasi möchte den BND nochmal schön grüßen, also lese immer weiter eine CT und so, dass man dann auch wirbt für den BND, ne? Dass man da beim BND anfangen kann. Also da möchte ich Ihnen sagen, da können Sie noch von der Stasi lernen, also Sie kommen ja an alle Daten ran hier und suchen sich dann diese Spezialisten, die dann auch die besten Zeugnisse haben und so weiter und so fort. Und wenn Sie so eine Bewerbung annehmen, na, da können Sie sich also schon zu 50% nicht sicher sein, dass das nicht doch ein Agent ist, ne, Nadja? Aber es ist eine wunderbare Idee, was Sie hier abziehen. Also ich dachte, ich lese nicht richtig. Da hätte ich wieder gedacht, das ist eine Fälschung der Stasi. Also es ist unglaublich. BND, wenn Sie das nicht selbst können, Sie müssen sich die Person selbst suchen. Sie kommen doch überall ran, Sie können sich alles angucken. Damit die Wahrscheinlichkeit, dass sie da einen falschen 50er drin haben, geringer wird. Das ist doch unglaublich. Na, dann lernen Sie mal von Ihren Stasi-Kollegen beim BND, ne, Nadja? Also das ist unglaublich. Also das ist schon Lache. So, und wir vermuten, dass die Stasi wirklich so eine Art Elite ist und dass sie sich auch von den SED-Leuten die Besten geholt haben. So wie Uwe Mamero, der Uwe Mami doof genannt wurde. Weil der hatte eine ganz steile Karriere, der war, glaube ich, gleich Herr der Schule, ich glaube schon aber 5. oder 3. Klasse oder so. Oder sogar erst, ich weiß nicht genau, wie weit die ging. Aber ziemlich früh, das war die SED-Elite-Schule in Rostock, ne? Und da ging Uwe sehr, sehr lange. Also Uwe ist wirklich ein ganz großer Macher geworden, also Uwe Mamero, ne? Den sie schon, wie er da gedient hat, in der Woche im Sicherheitseinheit in Rostock, Deko, also auch Wachposten war für die Bezirksverwaltung Rostock und so weiter, der Stasi, den sie da ja schon Uwe Mami doof nannten. Also ist er ganz hoch angesiedelt und da diese anderen Trottel, die alle wieder auftauchen, nur diese hier unten nicht, den ich leider nur mit meiner Kamera fotografieren konnte und auch mit meiner alten Kamera kurz filmen konnte, aber den ich im Palmgarten noch war, der tauchte gar nicht mehr auf. Nehme ich an, dass er auch höher angesiedelt war, ne? Also auch den höheren Dienstwert hatte in der Stasi. Ne? So, und dieser, der ist ja hier total dumm, vielleicht mal irgendwann. Ne? Irgendwie wollte er uns da wohl im Dunkeln überrumpeln, hat wirklich gedacht, ich war da für Polizei oder so irgendwas. Ne? Und wollte mich ja gar nicht aufstehen lassen. Ne? Stand so dicht mit dem Hund und der Hund, der sprang ja auch an. Habe ich erzählt, ne? Dass er, aber im Shop hat er nicht gebissen, so dumm war er auch nicht. Also. Hat uns richtig bedrängt, es war ja dunkel. Wir haben ihn ja gar nicht gesehen. Die laufen ja immer frech mit ihren Hunden immer überall über den Rasen. Ne? Ja. Und dann war er dann plötzlich da und hat natürlich gerechnet, dass wir irgendwelche andere Probleme haben, weil wir kamen nicht weiter, wir hatten so einen Zugschmerzen. Ne? Ja. Und so weiter und so fort. Und das war ja, glaube ich, sogar der Tag. Ich habe, glaube ich, auch vorher erzählt irgendwann, dass wir ihn gesehen haben, aber dass er schon wieder weg ist. Ne? So, und dann Saftnase, meine ich. Ne? Also, weil wir mussten das ja auch noch loswerden draußen, ohne dass die alles mitfliegen und jedes Wort mithören. Das Wandregal hat mich ja fast getroffen und meine Frau vielleicht auch ein bisschen. Ne?
dass sie da einfach da runtergerissen haben und dann schnell rausgelaufen sind. Dann Hauptwache. So, und das sind natürlich alles so eine Sachen. Und er taucht hier einfach auf, ne? Also er wohnt hier nicht und so, und dann soll man wohl zeigen, wie stark man ist und so, und das lassen wir uns natürlich alles nicht gefallen. So, und ich möchte dann auch, dass die Regierung und so dafür zur Verantwortung gezogen wird, ne? Weil ich singe hier nicht, ich lasse mir das hier weiter nicht gefallen. Sie bringen mir alle Respekt entgegen, sie versuchen hier irgendwelche Macht zu präsentieren, was ein Witz ist. Würde man auf jungen Menschen sagen, ist das auch für uns unglaublich. Also jeder kann hier wirklich zufällig jeden Posten kriegen. Wenn er richtig hier war, ne? Oder wenn er mit dem richtigen Sex hat, oder für viel Geld, oder durch Wahlfälschung und Betrug, nichts anderes. Nichts anderes, also ich glaube ja nichts anderes, dann habe ich. So, und deshalb möchte ich auch, dass Sie dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und Sie reißen sich uns gegenüber ein bisschen zusammen, weil ich habe immer darauf hingewiesen, ne? Schon bei Bert, schon allen anderen. Und das musste ich mich von diesen da dumm kommen lassen, regelmäßig, dann habe ich. Heute wissen wir, dass Sie auch beißen mussten für Rot und für Koch und so weiter und so fort. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass wir Almosenempfänger sind, dass man doch gefährlich Abstand halten möchte. Ne? Weil ich möchte mich über nichts mit Ihnen unterhalten, weil wir haben doch gemerkt, dass Sie keine Idee haben, dass Sie nicht durchgesehen haben. Wir wollten hier bloß unser Recht haben und informieren, was auf unserem Land los war. So, und das hat man nicht eingehalten und ja, wir sind normalerweise ganz oben. Und auch wenn man uns hier alles vorenthält, das ist auch alles schon rübergekommen. Man braucht doch bloß hören, es gibt auch hier so eine Lügendinger und so. Das wird schon alles durch sein. So, und man hält uns hier weiter von unseren Firmen und Patenten fern, von unseren Kindern und so weiter. Das ist eine Unterbrechung.